Kraus. Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Frau Umweltministerin, Kolleginnen und Kollegen. Heute haben wir schon mal über Tiere gesprochen, aber jetzt haben wir ein spezielles Tier zum Thema, der Luchs. Ich bin der dritte Redner. Zwei Redner haben schon einiges erwähnt. Wie mein Vorredner gerade erwähnt hat, wurde der Luchs in Bayern Mitte des 19. Jahrhunderts ausgerottet. Aber Gott sei Dank stößt der Luchs heute bei der übergroßen Mehrheit von unserer Bevölkerung wieder auf große Zustimmung. Ich darf erwähnen, dass zum Beispiel auch der Bayerische Jagdverband mittlerweile zur Wiederansiedlung vom Luchs klar Stellung bezogen hat. Diese Wiederansiedlung vom Luchs, von dieser großen Miezekatze, das hat allerdings Probleme, weil man in der Vergangenheit, wie schon erwähnt von den Vorrednern, auch einige illegale Luchstötungen gehabt haben, leider. 2012 eine Luchsin vergiftet, 2013 eine trächtige Luchsin erschossen. Und jetzt vor kurzem der traurige Höhepunkt mit diesen vier Pfoten, die wo da gefunden worden sind. Auch erwähnt worden ist, dass wahrscheinlich die Dunkelziffer viel, viel höher ist, weil wir müssten mittlerweile eine größere Luchspopulation tatsächlich da haben, als eigentlich nachgewiesen werden kann. Und leider in den genannten Fällen keine einzige Ermittlungserfolg konnte da vorgeführt werden, also kein Täter wurde überführt. Ich darf auch nochmal erwähnen, dankenswerterweise, dass vom Umweltministerium 10.000 Euro zur Ergreifung von den Tätern ausgesetzt worden sind, das wo sehr löblich ist. Ob das allein aber zum Ziel führt, ist fraglich. Luchs ist nur ein Beispiel. Wir haben Probleme gehabt in der Vergangenheit bei den Greifvögeln oder Umweltkriminalität, wo eigentlich auch das Überstichwort ist mittlerweile, auch bei der Müllentsorgung und einige andere Sachen. Bei dem Bereich Umweltkriminalität müssten unserer Meinung nach, also der Meinung der Freien Wähler nach, gezielter die Fäden zusammenlaufen und dort auch ganz geeignete Stellen personell verstärkt werden, damit man da wirklich endlich mal zu einem Erfolg kommt. Im Ausland ist auch schon erwähnt worden, Tschechien, Österreich, die machen uns das vor, die haben eine wesentlich bessere Personalausstattung in diesem Bereich. Aber auch wir, der Bayerische Landtag, der hat unseren Teil dazu beitragen müssen bei diesen Themen. Und deswegen auch unser Vorschlag, dass im Umweltausschuss oder auch Landwirtschaftsausschuss jährlich berichtet wird, jährlich oder nach Bedarf, wenn es da ein Problem gibt. Und nun zu den Anträgen. SPD-Antrag ist in die drei Punkte relativ ähnlich mit dem CSU-Antrag, mit dem grünen Antrag, Entschuldigung. Zwei Punkte sind eigentlich gleich. Nur halt, die einen haben das Wort Sonderkommission, die anderen das Wort Sonderermittlungseinheit. Sonderkommission, Kurzwort SOKO. Das ist ein Begriff, da können uns wir eigentlich nicht so damit anfreunden, weil SOKO, auch wenn Umweltkriminalität vorhanden ist, aber das spiegelt doch bei vielen Leuten wieder Sonderkriminalität, also mit noch schlimmeren Verbrechen, wie jetzt das da ist. Die Aufgaben dieser SOKO wird die Aufklärung von der Umweltkriminalität sein. Wobei die Grünen diese SOKO gern im Umweltministerium ansiedeln würden. Umweltministerium haben wir wiederum die unteren Naturschutzbehörden, wo da draußen vor Ort auch zum Teil sehr gut arbeiten. Und deswegen aus unserer Sicht sollte sowas nicht im Umweltministerium angesiedelt werden. Die Freien Wähler haben einen Vorschlag, haben eine Lösung und diese Lösung ist unser Antrag. Unser Antrag besteht klipp und klar aus zwei Punkten. Erstens eine personale Voraussetzung zu schaffen, wobei es uns wichtig ist, dass vor Ort die Personenbezogenen, also die vor Ort, die Einsatzkräfte da sind, dass die unterstützt werden. Wir glauben jetzt nicht, dass eine externe, von ganz oben gesteuerte Behörde da in der Lage ist, vor Ort, zum Beispiel im Bayerischen Wald, das ganz alleine zu lösen. Unser Vorschlag wäre personale Unterstützung durch externe Leute, die mit einem anderen Blickwinkel, allerdings in Verbindung mit den Leuten vor Ort, das bekämpfen. Der Kontakt mit den Nachbarländern darf ich auch noch mal erwähnen. Österreich ist schon genannt worden, hat wesentlich bessere Erfolge mittlerweile vorzuweisen wie bei uns.
Und wie auch schon erwähnt, der zweite Teil in unserem Antrag, dieser Punkt, dass im Umweltausschuss jährlich oder nach Bedarf zu berichten ist. Dass diese unfassbare Umweltkriminalität nicht toleriert werden kann, da sind sich ja hoffentlich alle vier Fraktionen in diesem Hohen Hause einig. Und eigentlich müsste man ja da gar nicht abstimmen, weil wie gesagt, da müsste ja klare Einigkeit bestehen. Aber dass solche Freveltaten in Zukunft vermieden werden, und damit man die vermeiden kann, ist es am besten, wenn man die in der Vergangenheit diese Taten aufklären würde. Dazu müssen wir praktisch unseren Teil beitragen. In der Hoffnung auf Zustimmung zum Antrag von den Freien Wähler und die Freien Wähler empfehle ich natürlich auch die Enthaltung bei den Grünen und bei der SPD aus dem Blickwinkel, dass eine extra Sondereinheit weit oben angesiedelt aus unseren Blickwinkel nicht der einzige richtige Punkt ist, deswegen werden wir uns da enthalten. Aber in der Hoffnung auf unsere Zustimmung hoffe ich, dass unser Antrag eine Mehrheit findet, damit man in Zukunft solche Freveltaten, so eine brutale Umweltkriminalität bei den Luchsen, das wo aus unserer Sicht noch der beste der große Beutegreifer ist und deswegen auch eine Daseinsberechtigung bei uns im Land hat, dass man diesen Tierchen in Zukunft dient. Deswegen bitte ich um unsere Zustimmung und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Kollege Kraus. Liebe Kolleginnen und